So, moin und willkommen zurück zur weiteren Runde Scum. Ja, wir haben ja jetzt gemerkt, dass wir hier. Ach Quatsch, ich wollte mal gucken. Für die Kohle, die ich jetzt hatte, kriege ich nichts mehr, ne? Das war kein Rucksack, den er mir dafür verkauft hat. Ach man, nein, da. Ich wollte doch eigentlich jetzt mal gucken. Nee, irgendwie. Waren das Bekleidung? Nee, Kleidung war es nicht. Fernkampfwaffen, Munition, Magazine, Sprengstoff, Waffen, Zubehör, Rüstung. Nein. Wir hier nicht beim letzten Mal. Bin ich jetzt echt so doof? Militärkompass, okay. Das da. Irgendwo war ich der Meinung, hätten wir. Ah, Gott sei Dank, da war's. 2016. Mir fehlt da noch ein wenig Geld für, leider eigentlich. Ups. Gut, das heißt, wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal in die Stadt. Looten da ein bisschen. Und ich würde dann ganz gerne so ein bisschen. Warte mal, ich könnte eigentlich doch jetzt die Jacke ausziehen. Pack jetzt einfach mal alles hier überall rein. Passt noch? Ne, passt auch nicht mehr. Doch. Das passt da aber nicht mehr. Das passt nicht mehr. Passt noch der Kompass? Ne, nur noch 0,1. Keine Ahnung was. Aber das müsste ja eigentlich so funktionieren. Genau da rein. Das dahin, die Jacke dahin. Guck mal. Wunderbar. Dürfte ihm auch nicht mehr so kalt werden. Kurz. Ach du Scheiße. Definitiv kriegen wir das nicht mehr geflickt. Können wir eigentlich froh sein. Scheiße. Definitiv müssen wir uns jetzt draußen gleich ein neues Messer bauen, weil das Bajonett funktioniert nicht mehr lange auf der M16. Sehr schön, dann Bajonett zwar noch mal drauf, aber funktionieren tut es ja eigentlich nicht mehr. Oh. Wir gehen jetzt erstmal definitiv Steine suchen. Gut, dass ich das Bajonett gerade noch mal abgemacht habe und nachgeguckt habe, weil sonst hätten wir beim nächsten Zombie irgendwie da gestanden. Hätte kein Bajonett gehabt. Oder spätestens beim übernächsten. Und ich glaube, das wäre nicht so toll gekommen. Hallo? Nein, gut. Ich wollte gerade sagen, es könnte sein, dass ein Stein da ist. Es könnte aber auch sein, dass der Server noch 10 Stunden braucht, die Steine rauszuschmeißen. Also geändert hat sich da immer noch nichts dran, wirklich. Habe ich das und das. Ah, ja. Jetzt brauchen wir nur noch die Büsche, die wir mal zerteilen müssen. Ah, null. Ja, kann man mal machen, muss man nicht, aber wir schauen jetzt einfach mal. Oh, ernsthaft, hallo. Ah, gut. Sehr schön, und das auch in kleine Feuerstücke. Ach, in kleine Stöcke, nicht in kleine Feuerstöcke. Das Problem ist, wir müssen natürlich jetzt gucken, dass wir so ein Kack. Also wie ihr seht, die Server scheinen gerade alle zu spinnen.
Irgendwie geht hier gerade gar nichts. Also es ist gerade echt unglaublich, was hier abläuft, finde ich zumindest. Den Kack hier mal direkt in die Hand. Das Messer können wir, glaube ich, direkt wegschmeißen, weil ich weiß nicht. Nee, auch so bringt das nichts. Okay. Einen Schnellzugriff übernehmen. Das Messer lassen wir einfach hier liegen. Das brauchen wir eh nicht. Muss ich halt nur dran denken, bei einem Zombie F3 zu drücken. Ach, Quatsch, die 3 zu drücken, nicht F3. So. Bei C1 eine Base, okay. So, das Problem ist einfach gerade. Man findet ja nichts, ne? Er steht an der Kirche. Stadtkirche, ja, das könnte ich schon fast sein. Bin ja meistens auch immer da. So, im Übrigen fällt mir gerade ein, ich habe gar nicht. Habe ich gar nicht. Oh. Okay, die sind anscheinend noch beim Upgraden oder so. Ich weiß auch nicht. Hier in der Safe Zone so eine riesen Base baut. Also es hätte ja eigentlich gereicht, weiß ich nicht, Schlösser zuzumachen. Die Schlösser, genau. Die Türen zuzumachen. Aber gut, es gibt natürlich auch Leute, die bauen ganz gern. Das heißt jetzt im Prinzip. Ja, nicht so toll. Aber ich könnte ja eigentlich mal ans Meer laufen, um zu gucken, ob wir da jetzt Wassergeräusche haben. Obwohl, ja doch, das Flusswasser höre ich mittlerweile. Ach, das Fluss. Das Meerwasser. Mich gerade wirklich nur so ein bisschen ankotzt und nervt, dass Bayonett kaputt ist. Neues Bayonett findet man nicht so unbedingt immer in den Cities, also eher selten, meistens in den Bunkern oder sonst was. Aber hier ist schon wieder komischerweise kein Meersound. Eigentlich sollte man das Meer ja hier auch hören. Also finde ich zumindest. Aber egal, wir gucken einfach mal. Weil hier sind alle Türen auf und so. Ich weiß auch gar nicht, ob wir überhaupt noch was finden.
Wenn man hier auf die Server warten muss. Ja, super. Gott, ernsthaft? Nicht nur, dass man meilenweit zurückgesetzt wird, man wartet jetzt auch anscheinend meilenweit, nein, Stunden auf das Looten der Schränke. Aber ganz ehrlich, einige Leute scheint sich auch gar nicht zu interessieren. Lassen einfach alle Türen offen stehen. Also, wenn es hier erlaubt ist, okay. Dann ist das halt so. Ich habe eine Werkzeugkiste, damit konnte man. Schnauze, Alter. Auch das Bajonett reparieren, so viel ich weiß, oder? Glaube ich, noch eine Werkbank finden. Bleib du mal schön da stehen, mein Freund. Also mal kurz das Bajonett entfernen. Oder auch nicht entfernen. Ich habe gerade keine Ahnung. Meine Fresse, wo ist denn das Bajonett jetzt hin? Ja, ist toll. Jetzt liegt es da und ich kann es nicht nehmen. Das läuft schon wieder echt. Gleich haben wir ein repariertes Bajonett oder so. Was nicht funktioniert oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. So, wo ist jetzt das Bajonett? Angeblich habe ich es in den Händen. Nee, nicht sauber reparieren wollte ich es eigentlich, obwohl gut kann man nicht reparieren, weil wegen ist nicht. Dann hauen wir es wieder auf die Waffe. Guck mal, ob ich mich da mit diesem blöden Zombie anlegen kann. Vielleicht finden wir ja noch irgendwo. Eine Werkzeugkiste. Oder Geld oder was auch immer. Wie geil ich das wieder finde. Hier und hier wird. Hä? Oh, ernsthaft. Nee, oh Mann, ey. Sag mal. Ja, sorry Leute, aber gerade bin ich ein bisschen, naja, nicht erfreut. Aber ich meine, das merkt er wahrscheinlich selber. Aber ich meine, was soll man dazu sagen, ne, wenn man gerade solche Probleme hier auf den Servern hat und irgendwie alles nur noch zurückgesetzt wird, man ewig zurückfliegt und bin ja schon leidensfähig in Scum, aber das ist mittlerweile selbst mir ein bisschen zu viel. Ich hoffe echt, dass jetzt die Tage da irgendwann mal ein Fix rauskommt. Aber wahrscheinlich an dem Tag, wo die Folge hier rauskommt und alle sich denken, warum regt er sich so auf, war wahrscheinlich schon längst ein Hotfix. Weil ich ja zurzeit so ein bisschen was vorproduzieren muss.
weil ich ja auch demnächst für ein paar Tage weg bin wegen meinem Welpen und so. Welpen holen, Welpen besuchen. Nein, erstmal Welpen besuchen, dann Welpen holen irgendwann. Ja, produziere ich natürlich auch ein bisschen vor, damit der noch Content noch für euch da ist. Weil ich möchte eigentlich jetzt gerade so in nächster Zeit nicht, dass irgendwie ja wieder nichts kommt oder so. Und ich fange jetzt auch mal an, Schlösser zu sammeln. Das bringt ja nichts. So, sehr schön. Vielleicht sollte ich auch bei Gelegenheit mal, was aber relativ selten ist im Moment, mal Seife finden oder suchen. War ich hier schon? Ich glaube ja, gut. Weil dann könnte ich mich vielleicht sogar mal waschen hier oder meine Klamotten, weil die sehen auch gerade so ein bisschen abgeranzt aus, was ich so am Hemd sehe. Sehr schön. Als wenn der Charakter mich gehört hätte. Oder das Spiel. Aber geht ja nicht, weil dann hätte ich ja auch schon andere Sachen gefunden, die ich unbedingt haben möchte. Und die kommen ja leider hier nicht rein. Leider. Also so ein großer Rucksack und was weiß ich nicht noch alles. Warte mal, ich glaube, die Seife wäre da vielleicht besser aufgehoben. Nein, ich möchte das Wasser nicht trinken. Definitiv nicht. Waschen wäre nice gewesen. Kann ich jetzt meine Klamotten waschen? Okay, anscheinend kann man nicht waschen. Ich weiß noch nicht warum. Es läuft wieder komplett. Daneben. Ich versuche gleich einfach mal, weiß ich nicht, an einem Trinkbrunnen oder so meine Sachen zu waschen. Vielleicht funktioniert das ja, wenn ich mal einen finde. Ja, geil. Wo legt er denn die Nägel hin? Oh, guck mal, der legt die Nägel sogar hier draußen hin. Das ist doch auch mal lieb. Also, wenn man die Nägel haben möchte, muss man nicht zurück in den Raum laufen. Die kann man direkt draußen wieder nehmen. Schon wieder eine Schrotze, die hat eigentlich verdammt viel Geld gebracht. Hallo, eigentlich solltest du die Sachen anziehen, du Depp. Da. Obwohl, warte mal, die Jacke kann ich eigentlich noch da lassen. So. Nee, das brauche ich nicht. Ah. Oh. Hier die Sachen auch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich hätte vielleicht gern mal. Super, wir stehen vor der Tür. Der öffnet die nicht. Hallo, öffnen. Warum habe ich den Scheiß gemacht, ernsthaft? Nur. Ich hab jetzt hier. Scheiße. Wow. Naja, Gott sei Dank muss ich ja sagen. Aua. Ey, das ist. Hängt es anscheinend dann auch so, dass die Zombies hängen oder so? Ich habe keine Ahnung. So. Kein Schimmer. Ne, den Scheiß kann er behalten. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Wir haben die 1-Verletzung. Ja, gut, dann ist das so. Da kann ich jetzt gerade nichts dran ändern. Bitte. Ich hoffe. Chaka. Ganz ruhig bleiben. Öffnen. Also bei so einem Scheiß soll man dann echt auch noch ruhig sein. Sorry, dass ich das jetzt mal so. Ja, Server ist down.
so ganz salopp sage, aber es war ja gerade echt nur noch scheiße. Also ich weiß auch nicht, was es war. Loggen wir uns da einfach nochmal am Server ein. Ich hoffe mal, es ist jetzt besser. Ich weiß es nicht. Ist gerade echt nur grausam, echt. Aber es ist doch irgendwie lustig, weil man läuft dreimal den Weg hoch oder dreimal runter, je nachdem. Kann man sich halt aussuchen. Das ist ein Spiel, wenn man Langeweile hat oder so. So. Jetzt schaue ich echt einfach mal, ob es jetzt besser ist nach dem. Weiß ich nicht, vielleicht sind auch gerade irgendwie alle Server down. Ich habe da echt gerade keine Ahnung. Ja, zumindest ist schon mal die Tür auf. Ich glaube, das war zumindest die Tür, die ich eben mal so versucht habe aufzumachen. Die ist vermutlich jetzt auf. Nee, ach du Scheiße. Das läuft. Ich bin schon wieder hier unten. Okay, aber besser geworden ist es definitiv nicht. Wenn das Erste, was es ist, schon wieder durch die Gegend rutschen ist. Oh Mann. Ich weine gleich. Ich weine gleich wirklich. So, das Geld haben wir zumindest schon mal. Im Übrigen fällt mir gerade ein, wenn wir jetzt irgendwie das Schneiden finden. Jupp. Könnten wir eigentlich uns doch noch verbinden? Weil irgendwie. Hallo? Irgendwie blute ich schon wieder wie ein Schwein. Es tut sich nichts. Doch, da war jetzt was so. Behandeln. Wir behandeln jetzt einfach mal. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch gleich schon ausgeblutet. Also ich finde es gerade echt ein bisschen problematisch, ehrlich gesagt. Warte mal, das Ding kann ich doch auch zerteilen. Wenn es der mal weitergeht. Server schon wieder down. Das ist, oder ich schon wieder Verbindung verloren, was aber eigentlich nicht sein kann. Nee. Ich beende jetzt mal kurz komplett. So, nicht, dass ihr euch jetzt wundert. Das ist, weil Scum komplett aus ist. Wir starten es jetzt nochmal komplett neu und versuchen es dann nochmal. Weil eigentlich scheine ich ewig vom Server zu fliegen. Und ich weiß nicht warum. Weil eigentlich, wenn das ein serverseitiger, wenn der Server ewig down gehen würde, müssten eigentlich die Türen geschlossen sein und der Loot müsste neu da sein. Da das aber jetzt gerade anscheinend nicht der Fall war, ich versuche es jetzt einfach mal. Ich schaue jetzt echt einfach mal weiter. Bin ja echt gespannt, wie es aussieht, wenn wir jetzt wieder reinkommen. Zumindest haben wir mal wieder Spielsound. Wenn aber jetzt die Türen wieder geschlossen sind, könnte es doch durchaus sein, dass der Server jetzt abgekackt war. Wie eben auch, obwohl eigentlich. Es kann im Prinzip nur der Server gewesen sein.
Aber ich weiß es gerade nicht. Wenn wir denn jetzt mal wieder ins Game kommen, versuchen wir natürlich weiterzumachen. Ich löse aber schon wieder auf. Ach so, ich bin wieder hier drin. Okay. Keine Ahnung, also. Oh, es ist gerade grausam. So, in Lumpen zerteilen, das macht er jetzt wenigstens. Nehmen wir auf jeden Fall jetzt auch mal mit, was mir aber gerade einfiel. Leute. Auch mal hier die. Mal hier wäre noch eine Seife. Und hier ist noch ein Lumpen. Komm, den nehmen wir auch noch mit. Das heißt, wir haben jetzt doch zweimal Seife. Sehr schön. Wenn wir uns irgendwo waschen könnten, hier die Türen sind nicht zu. Das heißt, der Server war nicht down. Ich bin geflogen anscheinend. Da frage ich mich dann jetzt allerdings wirklich, warum. Ernsthaft. Also es kann definitiv nicht an mir liegen. Definitiv nicht. Alles andere läuft ohne Probleme. Mein Aufnahmeprogramm läuft ohne Probleme. Also OBS läuft ohne Probleme. Da wird mir auch nichts angezeigt. Es liegt definitiv entweder jetzt an dem Server, was ich definitiv nicht glaube, weil die Server in letzter Zeit eigentlich alle ewig die Lecks hatten. Und auch mein Squad-Member hier, der Yannick. Auch bei uns auf dem anderen Server letztens schon andauernd runtergeflogen ist. Vor allen Dingen meistens beim Autofahren, wir die Lecks auch ewig hatten. Es liegt definitiv an den Servern oder an den Einstellungen von Scum selber. Ja. Also so langsam, aber sicher bin ich dann angepisst. Und vielleicht, ja, eigentlich muss ich noch eine Folge machen und die wollte ich eigentlich auch heute aufnehmen. Ja, wunderbar. Ich bin dann also schon wieder ganz oben. Hier waren wir ja nicht eben erst. Wir waren ja nicht eben erst ganz unten und haben versucht, die Tür aufzumachen. Jetzt geht's. Also, was ich auf jeden Fall gleich noch versuchen werde. Ich glaube aber auch nicht, dass es daran liegt. Ich werde gleich einfach mal Scammer Fehler untersuchen lassen, bevor ich die nächste Folge. Ach Leute, ernsthaft, es macht keinen Spaß mehr. Bevor ich Scam auf die nächste Folge hier, das ist echt zum Kotzen, aufnehmen werde, dann gehen wir halt jetzt durchs Fenster. Das Spiel will mich echt verarschen. Echt. Nicht mehr schön. So, zwei Stück. Auch 15 waren, glaube ich, ne? Ich mag nicht. Eine Kettensäge hätten wir hier, ja. Kann ich nicht mitnehmen. Das ist mein Problem. Also ich würde sie definitiv mitnehmen, weil ich glaube, die bringt auch Geld. Aber. Oh, Leute. Es ist gerade echt traurig. So, 20 Scam-Dollar haben wir nochmal. Ja, wir haben jetzt fast die 2000. Weiß nur nicht mehr. Guck mal, damit kann man auch schlagen. Dann nehmen wir die doch jetzt halt einfach, um Zombies zu töten oder so. Läuft vielleicht besser als mit der Axt oder so. Ich habe keine Ahnung. Drei. Da ist auch noch was.
Also ich finde es gerade echt nur noch traurig, wenn ich ehrlich bin. Fünf, guck mal, ich hätte hier sogar noch eine Seife. Ja, die will er nicht. Dann müssen wir doch das Ding hier anziehen. 7. Zu. Aber das dahinter war auf. Können wir noch mal reingehen. Glaube, jetzt würde ich sogar. Jetzt würde ich sogar so einen kleinen Rucksack mitnehmen, wo ich die Teile mit der Hand transportieren kann und vor allen Dingen. Kein Geld, schade. Auch nichts anderes. Definitiv werden wir jetzt mal schauen. Also wir sind jetzt bei 32 Minuten, aber wir werden jetzt mal, ich glaube, bis 37 dranhängen oder so. Da wäre eben ein paar Minuten für die. Warum läuft der jetzt so schnell und warum läuft der jetzt? Ey, hallo? Hallo. Server, danke. Ey, das ist gerade voll albern, weil ich mache gerade gar nichts mehr. Meine Fresse. Okay, ich sage, das liegt am Server. Das war. Ja, das Problem ist auch die. Die ganzen Serverbetreiber können nichts dafür. Es ist eigentlich ein Scheiß. Würde ich jetzt mal sagen von. Oh, ey. Scum. Das ist definitiv ein Scum-Fehler. Da sollte Scum mal langsam gucken, dass die so schnell wie möglich hier irgendeinen Scheißfabrik also hinkriegen. Also. Ganz ehrlich, es ist langsam echt nur noch traurig. Weil ganz ehrlich, so ist es echt nur noch, weil ich habe gedacht, zumindest ein kleiner Rucksack, aber nee, leider nicht. So ist es echt nur noch traurig, es macht keinen Spaß mehr. Keine Ahnung, wer jetzt wen getroffen hat, ob der Zombie mich oder ich den Zombie läuft. Oh, ernsthaft. Ja, ihr seht es ja, ne? Ich versuche runterzukommen. Ist einfach nur noch zum Heulen. Ja, anscheinend ist irgendeine Tür auf. Was, ah, schön, unten, die ist auf. Ich stehe aber schon wieder oben. Das läuft. Es ist. Sorry. Es ist echt einfach nur noch zum Heulen.
ja, sorry, ich bin jetzt auch ein bisschen makaber und bitterböse, aber so haben die Entwickler Anfang des Jahres erzählt, die wollen angeblich dieses Jahr schon in die 1.0 gehen. Nein, vielen Dank, lass das besser bleiben. Also in dem Zustand, nein, definitiv nicht. Und ich sage, es hat auch nichts hier mit dem Server zu tun oder mit Ping Perfect. Die anderen Server laufen genauso scheiße. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Und auch auf den anderen Servern, wo ich ja gespielt habe, ist es genauso scheiße. Also es wird nicht besser. Ganz ehrlich, ich bleib gar nicht erst hier und mit dem zu kämpfen. Ich gehe einfach mal weiter. Ja. Ich wollte gerade sagen, also die Leute, die hier gerade Auto fahren, die tun mir richtig leid. Das wird ja bei denen definitiv noch schlimmer als bei mir zu Fuß sein. Aber gerade mal schauen hier. Gut, also es ist noch nicht. Keine Ahnung. So, aber wir sind jetzt auch schon fast bei den 40 Minuten. Das heißt, ich mache jetzt definitiv hier mal Schluss. Werde dann vielleicht noch die Straße zu Ende looten und dann werden wir einfach mal gucken. Oder ich werde es direkt in der nächsten Folge machen gleich. Meine Fresse. Oder wir werden es gleich einfach in der nächsten Folge machen und natürlich auch kein Rucksack. Es kann es echt nicht sein. Ne? Es kann doch nicht sein, dass es hier nirgendwo mehr einen Rucksack gibt. Es kann es einfach nicht sein. Es ist echt gerade unfassbar. So. Ich habe keine Ahnung mehr. Komm, wir machen jetzt einfach dieses Haus hier noch alle gemeinsam und dann müssen wir mal schauen. Guck mal, hier sind sogar pinke Stiefel. Ich glaube, die bringen auch einiges an Kohle, aber wir können sie leider nicht mitnehmen. Nein, nein, das geht ja nicht, oder? Nee. Leider nicht, leider nein. Auch wenn sie vielleicht Geld bringen. Ich könnte die vielleicht, ich versuche das jetzt einfach mal, ich ziehe die jetzt einfach mal an. Pack die Wanderschuhe, die dürften nämlich auch in meinen Rucksack passen. Und wenn das der Fall sein sollte, dann gehen wir einfach das nächste Mal komplett jetzt zum Händler. So, waren die, die passen doch, oder? Ne, wieso passen die denn nicht? Das ist doch... Warte mal, ich könnte doch, guck mal, 1 und 2. So eigentlich, wenn der da mal was macht.
Dreier Seife raus, die packen wir da rein. Obwohl, warte mal, der will das nicht, weil wegen ist nicht, oder was? All das Ding, ja. Wir packen einfach mal das da rein, das da rein. Das nächste Schloss packen wir jetzt einfach mal da rein. Packen wir das mal hier hoch und die da rein. Oh, guck mal, und schon passt's. So, hervorragend gelöst. Ach so, ja. Damit sage ich dann schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wenigstens ein bisschen was Spaß gemacht. Auch das ganze Gefluche und hin und her gerutsche und keine Ahnung was. Das ist Scum, das ist Early Access. Ja, wenn es euch gefallen hat und ihr gerne mehr sehen wollt, lasst mir gerne einen Daumen da. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, lasst mir gerne ein Abo da. Dann werdet ihr informiert, wenn die nächste Folge kommt. Und ich hoffe, ihr hattet wenigstens ein bisschen Spaß. Und wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Mal. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage ciao, bis dann. Der Falli.